Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei Florencia. Ja, letztes Mal haben wir hier schon gestartet mit unserem Kumpel Buri in den Turm und jetzt machen wir mal direkt weiter. Und ja, wir haben es schon bald geschafft, wa? Also es rückt immer näher, Video für Video. Und ich sag mal so, wenn das hier hochgeladen ist, werde ich mit Sicherheit schon fertig sein. Weil ihr seht ja selber, wie fix die Prozente da purzeln. Nur ich habe gehört, die letzten Queste wird viel mit Segeln sein. Ah, ich kann ja zum Glück doppelte Geschwindigkeit machen, was ich auch machen werde. Weil es mit Sicherheit oft sein wird. Weil mich schon ein paar gewarnt haben, wie oft das ist und dass das nicht angenehm ist, wenn ich dann noch aufnehme. Darum würde ich dann doppelte Geschwindigkeit machen, die CC-Quest. Außer halt die Kills, die man denn machen muss. Auch wenn ich gerade ein bisschen spoiler, aber ist mir relativ egal. Ja, und das wollte ich nur mal anmerken. Ey, was hast du? Ach, jetzt tanzt er hier eine Runde. Ey, was willst du? Bori. Tanzt der hier ein vor? Ja, Bori, Bori. So, 19. Stage. Bah, ey. In letzter Zeit kann ich irgendwie lispeln, wa? Ich weiß auch nicht, was los ist. Bin echt froh, wenn die Zahnspange mal raus ist. Was ja auch nicht mehr so lange dauern dürfte. Ich bin richtig froh, wenn ich hiermit fertig bin. Ja, ganz einfach aus dem Grund, weil ich dann ja ein Jahr abgeschlossen habe, wisst ihr? Also das ist leicht gesagt, aber wenn ihr mir wenn einer mal ein einziges Video mal selber gemacht hat, dann weiß er, was das für eine Arbeit ist. Das eben mal einfach so aufgenommen und einfach hochgeladen. Für jeden Video braucht man noch so, ja, eigentlich für jedes Video muss man noch so rendern und so weiter. Und das vergessen viele. Also kann jeder machen, wie er will und was er will auf YouTube und sonst wo, aber nicht mit einer Digitalkamera oder so, was ich auch schon gesehen habe. Das fand ich sehr eigenartig. Naja, jeden das Seine, wa? Und das ist dicke Schwein. Ja, der geht auch schnell down bestimmt. Solange ich den letzten Hit mache, ist mir das egal. Komm schon. Peng. So, jetzt komm, ich will Last Hit. Und. Wer war das jetzt? Ja, tschüss, Schwein. Okay. Das war sehr eigenartig. Selbst für ein Schwein. So. Ja, das geht ja alles fix. Aber naja. Bald haben wir es ja endlich. Und unsere Attendance-Buff ist auch noch da. Kaputt. Oh mein Gott. Ja, der macht glaube ich 5000 Damage oder so. Und mit Sniping 9 oder 8000. Ist schon nicht ohne. So.
Schlangen. Ach, Spinnen. Was laber ich? Und die Stone Soldier. Aber naja. Alles kein Problem. Für Pet. Boah, Patku. Keine Ahnung. Irgendwas. Gleich schon 80%. Sollte auch nicht mehr lange dauern. Bis jetzt, ja, ich denke mal, die Floor 80% sind drin. Ja, 80,09. Ja, der Turm ist ein bisschen eintönig. Darum habe ich jetzt auch nicht alles bis 40 mit Turm gemacht. Das wäre ja sowas von... Nee, Alter. Das wäre ja richtig öde. Also ich würde das nicht mal ansatzweise dran denken zu machen. Wenn ich mir schon vorstelle, ab 15 immer Turm bis 40. Oh mein Gott. Nee, danke. Da spiele ich ja lieber Slender, obwohl ich sowas gar nicht ab kann zu zocken, weil ich da immer so... Ja, so... erschreckbar bin. Da würde ich sogar denken, einer ist hinter mir oder sonst was. Also sowas ist gar nichts für mich. Penumbra geht ja noch. Da kann ich wenigstens zurückschlagen. Ah, Slender oder sonst was. Oh. Das ist einfach nur übel, wenn man nur fliehen muss. Sowas kann ich echt nicht gut abhaben. Ist zwar eine clevere Idee, sowas, aber... Ich kann sowas nicht ab. Wie mein Bruder, der spielt ja auch Slender. Und SCP und sowas, ne, sowas wird gar nicht gehen bei mir. Ich würde einfach Augen zu und durch. Ich würde einfach gegen die Wand rennen, bis meiner Tod umkippt oder der PC Strom verliert. So lange würde ich vor der Wand rennen. Also würde ich sowas nie gewinnen, glaube ich. Ach, kein Plan. Ich habe es noch nie gespielt. Kann den Schwierigkeitsgrad nicht wirklich sagen. Kann höchstens sagen, dass ja, das geht eher an eine Psyche anstatt ja, okay, wo soll's sonst hingehen? Was laber ich? Da ist unser Shining Pet, der tapfere kleine Held, der uns immer bufft. Bam. Alle tot. Tot, 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 tot. Locker. Oh, 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 oh. Boom, boom. Ja, die Musik ist echt eintönig. Findet ihr das nicht auch? Cool wäre, wenn Florenzia so jeden Monat die Top 100 Charts so abspielen wird im Turm. Wäre zwar arschteuer bestimmt für den Publisher, aber was soll's. Und hier sind die Lake Ghosts, die wir ja noch von Chester kennen. Wo auch ein Boss von gab's, den wir auch gekillt haben. Aquarior. Der kommt hier aber nicht drin. So. Ja, Petku mit seiner Ninja-Rüstung, die ihn 10% Maximalangriff machen.
Und hier sind die Moles auch von Cardiff. Aber naja. Cardiff Island, da waren wir auch schon ewig nicht mehr. Da müssen wir aber bald wieder hin, von daher werden wir das wiedersehen. Bam. Kaputt. Einfach so kaputt. Kommt schon. 30. Ja. Ey, ich wollte auch mal. Dann mache ich gar nichts mehr. Vielleicht später, aber jetzt nicht mehr. Aus Protest. So, wer du klaust denn? Meins, meins, meins. Ha, 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 ha. So. Ja, es ist ein bisschen lasch hier. Ja, Chatban. Sonst könnt ihr mich mit ihnen unterhalten. Naja. Und da sind die Bosse. Die Mining Moles. Mit der Spitzhacke. Die Aoi. Der kommt auf mich. Und Mist. Ha. Okay, der ging schnell tot. Okay, beide gingen schnell tot. Und ich bin jetzt schon 87, nicht übel. 87% natürlich. Ach, ich hab einen gemacht. Habt ihr das gesehen? La 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 di dum. Rabam-bam-bam. So, das Part Q wieder. Und da sind schon Monster, die es nicht mehr gibt. Draußen. Diese blauen Frösche da. Die gibt es nur hier im Turm. Zack. Aber naja, Leute, ich würde mal sagen, wir könnten eigentlich mal den nächsten Cut machen, denke ich. Darum sage ich bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.